Hallo und herzlich willkommen. Zombie-Modus. Zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Ich bin mal wieder hier am Zocken. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Weil, ja, die Zeit hat es einfach nicht zugelassen. Boah. Kommen die jetzt andauernd hier? Oder soll das einfach bloß eine Vorbereitung sein für den Zombie-Modus? Munitionskiste. Aber da geht es hier einfach wieder bloß um Nazis. Kann man nicht durch. So, man kommt jetzt die ganze Zeit, oder was? Bis hier oben. Jetzt kommen sie auch noch von oben von der Dick. Hallo? Boah. Wenn wir hier bleiben, werden wir brennen. Ich will da raus. Lass sie her. Sarah. Wer immer diese Stimme ist, ich glaube, sie will uns loswerden. Wer bist du? Was willst du? Ich kann es noch einen ganzen Tag machen hier. Zack. Ah, ich komme nicht mehr raus. Was ist hier los? Sarah, wo? Was war denn das jetzt für ein Hänger? Chemischen und elektrischen Aktivitäten in einem sterbenden Gehirn. Ein DNI-Kurzschluss. Eine Flut aus Erinnerungen und Gedanken. Zur Hälfte wahr, zur Hälfte Fantasie. Diesen Albtraum. Bitte hilf mir. Vorgespräch Sachen. Ich kann nicht. Ich will, dass es ein Ende hat, aber ich schaffe es nicht. Du musst es beenden. Bitte. Töte mich. Lass mich gehen. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Stell dir einen vereisten Wald vor. Alter, was war das? Also, hat es sich gelohnt? Sie sind bei den Aquiferen. Alles okay? Kane. Mit dem Interface lief etwas sehr, sehr falsch, als wäre ich in Halls Albtraum gewesen. Das war nicht alles. Da war etwas in ihrem Verstand. Etwas, das bei Corvus vor dem Unglück entstanden ist.
Es hat die ganze Zeit über gegen mich gekämpft. Es manipuliert Taylor und die anderen. Sie sollten das Personal der Geheimstation töten und wussten es nicht. Ich glaube, es wird schlauer. Wir müssen reden. Tja, das war wahrscheinlich schon irgendwie mal so eine Trainingsrunde. Wahrscheinlich für den Zombie-Modus. So. Haben wir überhaupt irgendwas bekommen? Flügelmann. Abgeschlossen. C4. Ja, Blaupausen. Ein Fertigungspunkt. Haben wir auch nicht viel gefunden. Zwölf wird immer, oder? Zack. So, dann starten wir gleich die nächste Mission. Aber erst gucken wir mal. Haben wir hier was Neues freigeschalten? Zack. An Outfits. Ja, hier Flügelmann, das sieht doch schon viel besser aus. Oder? Haha, cool. Geheim. So, wollten wir jetzt noch einen Fähigkeitenpunkt? Mach dich bereit. Wir starten einen Luftangriff auf die Aquifer-Bohrplattform, wo wir Taylor und Maretti vermuten. Das hat man jetzt schon, Kampfkunst Chaos. Da haben wir ja alles, glaube ich, abgequält, oder? Antipersonenschall. Ja, Führung an die. Drei Fähigkeiten, Kids. Wir genießen auch diesmal wieder die Unterstützung der ägyptischen Armee. Ja, muss, oder? Muss. So, die ist auch schon Level 3. So mit drei Schusssalven, ja. Annihilator. Ich möchte aber hier den Annihilator nehmen. So. Sieht schon viel besser aus hier. Mal anpassen. Geht noch nicht, oder? Geht wahrscheinlich noch nicht. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch. Overhead. Ah, hier haben wir doch neue Dinger. Plastiksprengstofftermin. Okay. Das ist schon mal viel besser hier. Was geht ab? Zack. Mach mal weg. Achso. Ah. Schockladung. Ah, wir haben ja alles mögliche neues Zeugs. Das hätten wir uns ja schon nichts mal kaufen können hier. Ah, ich glaube, ich nehme mal so eine und. Kann ich immer bloß. Ja, das ist ja mal kacke. Ich hätte jetzt hier alle noch so eine andere Granate. Naja. Was haben wir hier noch? Da machen wir noch eine Tarnung drin. Da haben wir ja schon. Da haben wir ja eh schon alle Aufsätze, glaube ich, oder? Ah ja, weiteres Magazin. So, ist das das Hammer, dann haben wir das. Das können wir später ja machen. Aber Revolver hält, habe ich doch drin. Oder brauche ich da noch? Ah, hier. Das hätte ich wahrscheinlich auch noch gebraucht. So, zack. Haben wir eigentlich alles. Wie machen Sie das, Kane?
Trotz der NRC-Besetzung verlieren sie nie die Hoffnung. Vielleicht kann das WA es ihnen eines Tages vergelten und ihnen die verdiente Unterstützung geben. So, dann machen wir mal die Mission an hier. Mal sehen, wie es jetzt actionmäßig zur Sache geht. Die Fähigkeiten können wir ja dann später noch ändern. Was ist da genau passiert, als du mit Hall verbunden warst? Ich sah Dinge, die ich nicht erklären kann, die ich nicht sehen sollte. Sie lag im Sterben und ich war in ihrem Verstand, ihren Erinnerungen, ihren Gedanken. Sie hatte Angst. Sie wusste nicht, was mit ihr geschieht. Ich sah die menschlichen Testsubjekte des geheimen Projekts in Singapur. Etwas in ihnen schrie voller Qual. Es verursachte das ganze Desaster. Es hat so viele getötet. Ruhig. Atme. Es war jahrelang begraben, Taylors Team. Sie haben es geweckt. Es ist in ihnen. Ich glaube, es bringt sie wohin. Bleib bei mir. Wo geht Taylor hin? Er sucht immer noch den vereisten Wald. Das NRC hat den ersten Zug beim Aquifer gemacht. Sie haben ein Netzwerk aus Luftverteidigungen oben auf der Plattform. Verstanden, Khalil. Wir kommen. Die NRC-Verteidigungssysteme haben Priorität. Was ist mit Taylor? Eins nach dem anderen, Hendrix. Eins nach dem anderen. Wir haben mehrere Ziele. Formation verlassen und ausschalten. Hendrix, weiter zur Plattform. Wir treffen uns, wenn wir fertig sind. Alles klar. Schalt sie schnell aus. Wir dürfen Taylor und Barrett wieder verlieren. Zack! Zack. Ja, ich hätte es noch besser gefunden, wenn man es selber steuern könnte. Da nähern sich noch zwei deiner Position. Man kann also nur feuern und zielen. Viel zu schnell. Du brauchst Raketenerfassung. Ziel erfasst. Die Typen wissen, wie man fliegt. Rakete unterwegs. Zack. Man kann eigentlich nur so... Ich komme in deine Richtung. Versuch du, dich hinter sie zu setzen. Bisschen entgegensteuern. Stehen hier unter schwerem Beschuss. Wir müssen uns an der Plattform treffen. Was ist Fighter hier? Wir räumen hier noch Black auf Eagle und passen unseren Vektor an. Ja, ich kann ja gar nicht zielen hier. So. Schalten wir die Luftabwehr aus, damit die ägyptischen Truppen die Plattform sichern können. Okay. So, ich muss es selber steuern. Treff die ASPs oder wir überleben für uns nicht lange. Einen erwischt. Schieß weiter. Diese Verteidigung ist fest. Okay, wir landen. Oder ich probier's zumindest. Ups, falscher Knopf. Merkt denn keiner, was da läuft? Nee. Taylor hat einen Deal gemacht. Wenn das NRC ihn rausholt, ist das ein riesen Propagandasieg. Er wird ihr Aushängeschild. Der amerikanische Held. Der amerikanische Verräter. Hä? Hab ich einer voll mit Raketenwerfer erwischt hier? Was ist hier los? Keiner, was da läuft. Taylor hat einen Deal gemacht. Wenn das NRC ihn rausholt, ist das ein Riesenpropagandasieg. Er wird ihr Aushängeschild. Der Amerikaner.
amerikanische Held, der amerikanische Verräter. Ich muss auf den Boden. Ich bin der Einzige, der zu ihm durchkommt. Negativ, Hendrix. Wir brauchen Luftunterstützung, bis diese Plattform unter englischer Kontrolle ist. Wir können die Kommunikationsanlage manuell überladen. Du musst aufpassen, dass wir nicht wieder hier abgeschossen werden. Hier. Von Deckung zu Deckung bis zur Anlage. Los! Wir können die Position nicht halten. Die restlichen Feinde ausschalten. Wir brauchen... Zack. Zack. Rick. Mann, was geht? Erwidert das Feuer. Hallo? Was ist da oben? Starte die Anlage. Ja. Boah. Starte den Prozess. Ich übernehme dann. Ja, ja, ich bin schon dabei, Mann. Man sieht's, wie du mir Rückendeckung gibst hier. Das wird eine Weile dauern. Gib mir Deckung. Von rechts kommen noch mehr Feinde. Verteilen. Lasst euch nicht flankieren. Boah. Erstmal hier Unterstützung. Haltet mir den Rücken frei. Da schießt mich dann immer die ganze Zeit ab. Ich bin auf halbem Weg. Weiter. Achtung, sie setzen noch mehr Truppen ab. Bin fast da. Shit, ich hab die Kacke. Ach, ich hab die falsche Fähigkeit mit dir nochmal. Es kann ja nicht wahr sein. Ich will nur schon mal kurz nett. Das war doch cool. Die verarschen? Oder war das doch ein anderer Knopf? Okay. Oh. Jetzt war die Stimmung weich mal bitte. Feindliche Kommunikation ausgeschaltet. Wir sind hier fertig. Zurück zu den Beatles. Perfekt. Wir müssen uns um noch mehr ASPs kümmern. Heilung! Bis. Mach dir gar nichts. Auf. Go. Das ist, dass die Feinde das nicht überleben können. Okay, jetzt die Erfassung online. Okay. Hier, euer. Noch einer übrig. So. Alles Ziel. Zielerfassung online. Das wären dann alle. Gute Arbeit. Wir müssen noch eine Kommunikationsstation ausschalten. Dann suchen wir Taylor und Maretti. Bewegung. Okay, let's go. Da vorne ist die nächste Kommunikationsstation. Bewegung. Let's go. Vorwärts. Jagen wir. Bewegung. Ich gebe Deckung.
Ja, was ist hier? Die Anlage ist gleich da vorne. Gib mir Deckung. Ich muss erstmal nachladen. Auf die Hüfte. Starte die Anlage. Werfe eine Granate. Wieso muss ich das eigentlich mal dauernd öffnen? Es geht los. Ich habe schon den gleichen Handschuh. Starte den Prozess. Ich übernehme dann. Ich kann ab jetzt übernehmen. Gib mir Deckung. Mehrere Kontakte. Rechte Seite. Hallo, ich bin auf Ortselot. Feinde über uns, direkt voraus. Komm näher. Jetzt mal einmal hier. Reicht mal ein bisschen. Behalten. Wir sind hier fertig. Verschwinden wir. Warte mal, ich wollte jetzt erstmal kurz noch meine Ausrüstung. Zack. Zack. Viel besser. So, hier. Ne, warte mal, dann können wir gleich mal das hier ausprobieren. Wo ist er denn? Let's go. Oho. Falscher Ort, falsche Zeit. Fuck, mal zu kotzen hier. Let's go. Habe ich lang genug Zeit hier? Kalil, wie ist der Status? Dem NRC-Funksender nach sind die Ziele in den unteren Ebenen und wollen einen Evakuierungsplan koordinieren. Wir sind aber eher da. Also los. Okay, schneller fliegen kann man nicht, oder? Zack. Ich schicke euch Koordinaten von Taylors und Maritis letzten bekannten Aufenthaltsort. Viel Glück. Lernen wir. Drauf. So. Das heißt viel Glück. Glück gibt's nicht. Entweder klappt's oder klappt's nicht. Boah. Ganz schön was zu schwimmen. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Stell dir einen vereisten Wald vor. Bin ich. Hat Neustart. Bei mir bleiben. Atme! Wieso? Wieso sind meine Systeme runtergefahren? Hab deine Diagnose gecheckt. Du zeigst die gleichen Symptome wie Hendrix. Vermutlich wie bei Taylors Team. Welche Symptome? Ich glaube, die KI-Software hinter dem Projekt ist organisch geworden. Dein DNI war der Übergang. Sie wurde in den Testsubjekten geboren und ist jetzt in euch. Übernimmt euch langsam. Treibt euch in den Wahn. Wie langsam?
Vielleicht Tage oder Stunden. Scheint ein distributives System zu sein. Ein Schwarmgehirn, das mit den Erfahrungen aller Infizierten wächst. Hör zu. Sie verzehrt. Egal wie das Ding funktioniert, was es auch will. Ich bin noch ich. Taylor. Wir finden ihn. Und falls wir ihm eine Kugel in den Kopf jagen müssen, mach ich's. Er ist nicht der Einzige. Wenn es soweit ist, tue ich, was getan werden muss. Wir finden eine Möglichkeit. Abseits vom Militär, abseits von der CIA. Es gibt Orte, an die wir gehen könnten, wo wir sicher wären. Bitte, hör mir zu. Bleib bei mir. Irgendetwas stört unser Signal. Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Und wie dies weitergeht. Steht hier nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wachsam bleiben. Sehen wir erst in der nächsten Folge von Call of Duty Black Ops. Also machen. Bis dann. Ciao.